Vegeta ist einer der absoluten Fanlieblinge in Dragon Ball und das hat viele Gründe. Viele finden ihn badass und lieben den fantastischen und humanen Redemption Arc, den er im Laufe der Story erlebt. Der Kampf zwischen Goku und Vegeta in der Saiyajin Saga ist ein Kampf, der auf unserem Kanal sehr viel Liebe genießt. Und das aus gutem Grund. Vegeta war nach Nappa sowas wie ein absoluter Endboss und überlebte allerlei Dinge, die Goku auf ihn schmiss. Das Training mit Meister Kaio konnte ihn gut auf den Kampf gegen Nappa vorbereiten, jedoch sah es bei Vegeta schon gewaltig anders aus. Vegeta ist der Prinz der Rasse und der wohl stärkste Saiyajin überhaupt bis zu diesem Zeitpunkt. Was Power angeht, ist er Son Goku meilen voraus und lässt ihn das auch spüren mit zerstörerischen Schlägen und seinen arroganten Aussagen. Arroganz ist hier auch der größte Aspekt, der Vegeta ausmacht und ist sowas wie sein Character-Trait. Vegeta zieht sehr viel Stolz aus seiner Saiyajin-Herkunft und lässt dies seine Gegner auch bei jedem Kampf wissen. Schwäche hat in seinen Augen keinen Platz auf dieser Welt und besonders nicht, wenn es von seiner Rasse kommt. In seinen Augen ist Goku nichts weiter als eine Missgeburt. Ein Low-Class-Krieger, aus dem niemals etwas wird. Und das ist genau das, was für seinen Untergang sorgen wird. Ich gehöre zur absoluten Elite! Ich darf nicht verlieren, vor allem nicht gegen den. Oh, dafür wird er bezahlen. Meine Rache wird grausam sein. Er wird mir nicht entkommen. Die Kaioken-Technik, die Goku teilweise benutzt, erwischt den Prinz der Saiyajins oftmals off guard, was ihm nicht nur gewaltigen Schaden physisch zufügt, sondern auch geistig, weil dadurch sein Ego angekratzt wird. Ego und Arroganz sind Elemente, die Vegeta schon von Anfang an verfolgen. Sie sind fester Bestandteil seines Charakters und sind Fluch und Segen zugleich. Vegeta wurde halt aufgezogen als Saiyajin-Prinz. Ihm wurde eingeredet, dass er der Allerbeste ist. Und schon als kleines Kind konnte es niemand mit ihm aufnehmen. Selbstverständlich entwickelt sich da so eine gewisse Art von Ego und Arroganz, die man nicht so leicht aus ihm rauskriegen wird. Und nur mit seinen eigenen Augen zu sehen, wie er gegen einen Low-Class Saiyajin buchstäblich seinen härtesten Kampf überhaupt hat, lässt den Saiyajin-Prinz vor Wut kochen. Ich bin der Beste im ganzen Universum! Niemand kann stärker sein als ich! Hörst du? Wenn es keinen anderen Weg gibt, mit dir fertig zu werden, dann werde ich eben diesen ganzen verdammten Planeten pulverisieren! Yeah! Als er dann jedoch von den Genki-Dama getroffen wird und ein Son Gohan in dem Körper eines Osarus auf ihm fällt, wird er dann schließlich besiegt. Dann versuchte Krillin, das wohl logischste überhaupt in dieser Situation zu machen. Er packte sich das Schwert von Yashirobe und will Vegeta büßen lassen. Büßen lassen für all die Freunde, die er wegen diesem Monster verloren hat. Doch wie wir alle wissen, hielt Goku seinem besten Freund auf, dies zu tun, wodurch Vegeta fliehen kann. Krillin hat absolut kein Verständnis dafür, dass Goku es einfach erlaubt, Vegeta so ziehen zu lassen, obwohl er für so viel Leid verantwortlich ist. Jedoch wird er in der nächsten Saga merken, dass dies wohl das Beste war, was den Z-Fightern passieren konnte. Ja, sag mal, hackt's jetzt? Ich soll den Trottel am Leben lassen? Ja, genau das meine ich. Bitte, Krillin, tu's für mich. Ich will nicht, dass du ihn tötest. Sollte er wiederkommen, werde ich vorbereitet sein und ihn endlich besiegen. Im Namen unserer Freundschaft, Krillin, lass mir die Chance, gegen ihn zu kämpfen. Also, nachdem Vegeta von Goku und seinen Freunden vernichtet wurde, macht er sich auf zu einem von Freezers Planeten, worin er komplett geheilt wird. Danach stößt er auf seinen ersten Widersacher, und das ist Kui. Dieser dient als sowas wie ein Rivale für Vegeta, jedoch werdet ihr im Laufe des Videos noch sehen, dass was Kräfte angeht, Vegeta in einer komplett anderen Liga spielt. Kui erzählt Vegeta aber etwas sehr Wichtiges, und zwar, dass Freezer auf Planet Namek ist und nach den Dragon Balls sucht. Dies ist natürlich ein absoluter Schock für den Prinzen, da er selbst die Dragon Balls braucht, um sich ewiges Leben zu wünschen. Die Dragon Balls sind ein Ticket für Vegeta, um sich von der Tyrannei von Freezer zu retten. Und wenn er ewig lebt, dann kann ihm der galaktische Imperator absolut gar nichts. Deswegen macht er sich auf den sofortigen Weg nach Namek und der Namek-Saga Vegeta ist einer, den man auf keinen Fall unterschätzen darf. Getrieben von seinem Hass auf Freezer und seinem Drang, seinen Saiyajin-Stolz wiederherzustellen, wird der Prinz von nichts und niemanden Halt machen. Da Freezer von seinem Verrat Wind bekommen hat, schickt er also diesen Kui los, um Vegeta zu töten. Und dieser kann es kaum abwarten. Vegeta auf der anderen Seite nimmt ihn gar nicht für voll. Und um dies nochmal zu demonstrieren, steht er genau da rum und lässt Kui zu sich kommen, weil er ganz genau weiß, dass Kui ihn nicht besiegen kann.
Er baitet ihn mit einem niedrigen Powerlevel, nur um ihn dann daraufhin zu demonstrieren, was wirklich in ihm steckt. Er hat das ein oder andere auf der Erde mitgenommen und hier ist es seine Kraft zu unterdrücken. Kui kriegt absolut Schiss vor Vegeta, dessen Powerlevel immer und immer weiter steigt. Er will sich plötzlich auf seine Seite schlagen und zieht Feige den Schwanz ein. Dann will er ihn damit verarschen, dass hinter ihm Freezer ist, um dadurch einen Überraschungsangriff zu starten, der aber voll in die Hose ging, wodurch er dann mehr oder weniger sein Todesurteil unterschrieben hat. Und nach ein paar Schlägen und einem Dirty Firework wird er dann komplett vernichtet. Die Mission des Prinzen steht nun fest. Ganz schnell die Dragon Balls beschaffen und dann kann auch nicht mal mehr Freezer ihn stoppen. Sein nächstes Opfer ist Dodoria und diesen macht er ebenfalls absolut fertig, genau wie er es mit Kui getan hat. Doch bevor er von Vegeta vernichtet werden kann, erzählt er ihm ein Geheimnis. Und zwar, dass sein Planet von Freezer ausgelöscht wurde und nicht von einem gigantischen Meteor. Freezer fürchtete das Potenzial der Saiyajins, weswegen sie schnell von der Bildfläche verschwinden mussten, um sie nicht in die Quere kommen. Als Vegeta diese Information hört, grinst er aber nur. Was geschehen ist, ist geschehen. Ich kann's nicht ändern und fang deswegen nicht an, groß rumzuheulen. Aber das Problem an der Sache ist, dass ihr mich benutzt habt. Dafür wird's kein Pardon geben, verstanden? Ihn jucken seine Freunde nicht, sein Planet oder gar seine Familie. Er ist einfach angepisst darüber, dass er dies nicht schon früher wusste. Dodoria will nun fliehen, jedoch one-shottet Vegeta ihn ohne Probleme. Der Prinz ist nun Feuer und Flamme durch diese Information und sich umso mehr sicher, dass er Freezer fertig machen kann. Zu erfahren, dass Freezer das Potenzial seiner Rasse gefürchtet hat, macht ihn absolut heiß darauf, ihn den Gar auszumachen. Viele vergessen heutzutage aber auch, wie absolut widerlich Vegeta damals war. Heutzutage, wie zum Beispiel im Moro-Arc, gibt er sein Bestes, um die Leute von Namek zu schützen, da er ihnen unvorstellbares Leid angetan hat. Um euch nochmal daran zu erinnern, wie schlimm unser Prinz war, auf der Suche nach den Dragon Balls macht er sich auf zu einem Dorf mit unschuldigen Namekianern und tötet diese auf die brutalste Weise überhaupt. Daraufhin nimmt er sich die Dragon Balls, als wäre es sein Preis dafür, so viel Blut an seinen Händen kleben zu haben. Vegeta erfährt aber später noch ein dickes Humbling und das durch die Hände von Sabon. Zuerst läuft der Kampf ja ganz nach Vegetas Vorstellung, doch die Dinge verändern sich sofort, nachdem Sabon sich transformiert. Und als wäre das nicht schlimm genug, erzählt er Vegeta auch noch, dass Freezer sich ebenfalls transformieren kann. Und wenn er hier nicht mal Sabon schlagen kann, wie soll er das dann mit Freezer tun? Diese ganzen Vegeta-Kämpfe geben Toriyama eine perfekte Chance, viele Dinge von der Story nochmal klarzustellen. Dadurch, dass Vegeta den Kampf gegen Dodoria hatte, erfuhren wir, dass Freezer der Übeltäter war, der den Planet Vegeta ausgelöscht hat. Und nur mit Sabon wissen wir auch noch, dass der schreckliche Freezer sich auch noch transformieren kann. Dies zeigt Vegeta auf jeden Fall seine Grenzen auf und er wird besiegt. Jedoch hat der Prinz Glück, da Freezer noch einen Nutzen für ihn hat, um diese aus Vegeta rausquetschen kann, wo sich der letzte Dragon Ball befindet. Vegeta wird auf Freezers Schiff geheilt und erneut ist das Glück auf Vegetas Seite. Er nutzt die Power der Überraschung und befreit sich vom Tank, um alle Dragon Balls von Freezer zu stehlen. Glück ist wirklich etwas, von dem Vegeta hier sehr viel hatte. Toriyama nutzt Vegeta im Laufe des Arcs sehr stark als Plot-Device, um die Story nach vorne zu bringen. Und das kannst du auch gut erkennen. Er ist in diesem Arc eine absolute Wildcard und der wohl nervigste Gegner für Freezer überhaupt. Außerdem ist sein Insider-Wissen, was die Ginyu Force angeht und natürlich Sabon und Dodoria, von sehr großem Wert für die Story. Toriyama selbst mag Vegeta nicht mal so wirklich, aber findet ihn sehr nützlich für seine Story. Aber du merkst auch, wie viel weicher Vegeta geworden ist im Laufe der Story, auch wenn er es sich kaum anmerken lässt. So hat er Krillin erstmal am Leben gelassen und nur den Dragon Ball verlangt, anstatt ihn an Ort und Stelle zu töten. Aber davor bringt er erstmal den unvorsichtigen Sabon um, der nicht gecheckt hat, dass Saiyajins ordentlich mächtiger werden, wenn sie am Rande des Todes stehen. Im Laufe der Story und durch jeden Kampf, den Vegeta absolviert, wird er mächtiger und mächtiger, bis er unironisch davon überzeugt sein wird, dass er der legendäre Super Saiyajin ist. Ich meine, wer soll es denn sonst sein, außer die absolute Saiyajin-Elite? Gohan verschont er, also nachdem er sein Knie in seinen Bauch gedrückt hat natürlich. Diesen relativ positiven Charakter-Change sieht man nochmal ganz stark, als Vegeta erfährt, dass die Ginyu Force sich auf dem Weg nach Namek macht. Dadurch, dass Sabon und Dodoria gefallen sind, schaltet Freezer seine absolute Elite ein, die selbst von Vegeta gefürchtet wird. Da dem Prinzen die Zeit wegrennt, bietet der Krillin sogar einen interessanten Deal an. Er will, dass er ihn zu ihren Dragon Balls bringt, um er sich ewiges Leben wünschen kann. Und sollte er dies schaffen, dann würde er ihn und seine Freunde in Ruhe lassen. Wenn du jetzt redest, dann werde ich dich und deine Freunde nochmal davonkommen lassen. Mach's Fressbrett auf, wenn das Ginyu-Sonderkommando landet, ist es zu spät. Doch als die Ginyu Force dann eintrifft, sieht es sehr düster aus für Vegeta und die anderen. Sie kriegen ganz schnell ihre Dragon Balls geklaut und sind nun gezwungen, sich der wohl stärksten Elite-Einheit in der kompletten Galaxie zu stellen. Sehr zu dem Pech von Vegeta, der seinem Ziel so nah war. Der erste Kampf war zwischen Guldo und den zwei Erdlingen und kurz bevor er diese umbringen kann, wird sein Kopf von Vegeta geteilt, wodurch er Gohan und Krillin das Leben rettet. Vegeta weiß aber, dass die wahre Hölle erst jetzt beginnt, denn Guldo war mit Abstand der Schwächste von der Ginyu Force. Sein Kampf gegen Raccoon läuft genauso ab wie sein Kampf gegen Sabon. Er hat zunächst die Oberhand, bis sich Raccoon dann entscheidet ernst zu machen. Dieser haut wortwörtlich die Scheiße aus Vegeta raus und die Kampfchoreografie ist hier wirklich fantastisch. Raccoon kämpft wie eine absolute
unbekannte Naturgewalt und nutzt Wrestling-Moves, die zerstörerischen Schaden anrichten, während Vegeta um sein nacktes Überleben kämpft. Vegeta weiß, dass er nicht gewinnen kann und jede Sekunde, die verstreicht, vergeht seine Hoffnung, dies irgendwie zu seinen Gunsten zu drehen. Dies ändert sich alles aber, nachdem Goku auftaucht und seine Freunde rettet. Goku ist sogar so selbstbewusst, dass er Vegeta eine Senzu gibt, obwohl dieser immer noch eine potenzielle Bedrohung darstellen könnte. Vegeta ist geschockt von dem Auftreten des Low-Class-Kriegers und versteht nicht, wie er so mächtig geworden ist. Er war nicht mal annähernd so stark damals auf der Erde, wodurch Vegeta wirklich die Theorie aufstellt, dass es sich bei ihm um den legendären Super Saiyajin handeln könnte. Der Begriff Super Saiyajin wird noch sehr oft fallen, da Vegeta wortwörtlich besessen von dieser Legende ist. Immerhin ist sie die Legende, die Freezer fürchtet. Und das weiß er im Inneren auch. Dies, was nun Vegeta ansehen muss, ist absolut beschämend für eine Saiyajin-Elite wie ihm selbst. Er sieht zu, wie aus der Ginyu Force eine absolute Clownstruppe gemacht wird, während Vegeta innerlich verzweifelt. Es kann doch nicht sein, dass Goku das erreicht hat, was eine Saiyajin-Elite wie ihm verwehrt blieb, oder? Die Gap zwischen den beiden ist gerade noch größer als jemals zuvor. Vegeta kann lediglich der Brillanz von Goku zuschauen. Dann, als er kaum vorbei ist, vernichtet Vegeta Bata und Raccoon und stoppt quasi den Killer. Goku ist wirklich angepisst darüber, dass Vegeta einfach zwei wehrlose Kämpfer angegriffen hat. Und hier stoßen zwei Weltbilder aufeinander. Genau so ein Arsch wie früher, die konnten sich nicht mal mehr rühren und du erledigst sie einfach. Du bist einfach viel zu nett, weißt du das? Das veranlasst mich irgendwann nochmal zum Knochenkotzen. Vegeta ist ein reiner, traditioneller Saiyajin. In seiner Welt gibt es sowas wie Gnade für den Gegner nicht, während es bei Goku nochmal ganz anders aussieht. Dieser lebte, seitdem er seinen Kopf gestoßen hat, als guter Junge weiter und zeigte seinen Gegnern immer wieder Gnade, nachdem er sie besiegte. Er ist es einfach nicht gewohnt und dies kotzt Vegeta einfach so stark an. Jedoch hat ihm das Auftreten von Goku Hoffnung gegeben. Er mag zwar kein Super Saiyajin sein, jedoch wird sich seine Stärke sehr nützlich gegen Freezer zeigen und die spielt ihn genau in seine Karten. Die Boys verarschen Vegeta aber und beschwören Purunga, ohne ihn irgendwie Bescheid zu sagen. Vegeta wacht aber rechtzeitig auf und versucht Dende zu zwingen, ihm seinen Wunsch zu erfüllen. Denn ohne diesen Wunsch können sie Freezer auf keinen Fall schlagen. Jedoch zu seinem Pech endet hier seine Glückssträhne, denn Freezer ist nun eingetroffen. Und um die Dinge nochmal zu verschlimmern, sind die Dragon Ball ebenfalls zu Stein geworden, da der Oberälteste tot ist. Nun haben sie einen Vegeta, der nicht unsterblich ist, und einen sehr wütenden Freezer, den sie ohne Goku bekämpfen müssen. Den Kampf gegen Freezer als Hölle zu bezeichnen, wäre absolut untertrieben. Freezer fing in seiner ersten Form an und will auch damit sicher gehen, dass er dies langsam und schmerzvoll macht. Immerhin haben sie seinen Wunsch geklaut und dafür müssen sie büßen. Dadurch, dass er aber bei seiner ersten Form anfängt, gibt der Vegeta eine Sache: Hoffnung. Nämlich sind beide ungefähr gleich stark, was bedeutet, dass Vegeta hier endlich seine Chance sieht, sich zu rächen. Sich zu rächen für all das Leid und all die Erniedrigung, die er durchmachen musste wegen ihm. Vegeta labert sogar etwas davon, dass er ein Super Saiyajin ist und ist nun überzeugter als jemals zuvor, dass er die Legende erfüllen wird. Übrigens bin ich kurz davor, zu einem Super Saiyajin zu werden und dann reiß ich dich in 1000 Stücke! Quatsch nicht so ein blödes Zeug, du ein Super Saiyajin, dass ich nicht lache! Chapter 296 und die Coverpage sagt schon so gut wie alles, was wir wissen müssen. Man sieht hier Freezer mit dem wohl fiesesten Grinsen, was man sich vorstellen kann. Er weiß, dass er sich nicht fürchten muss und ist sich dessen bewusst, dass die Legende des Super Saiyajins auch nur eine Lüge ist. Der Moment, wo sich Freezer in die zweite Form verwandelt hatte, war es schon das frühe Aus für den Prinzen. Er hätte ab hier sogar einfach seine Koffer packen können, denn hier macht er absolut gar nichts mehr. Freezer besitzt in dieser Form Kräfte, von denen Vegeta nur träumen könnte. Er spielt hier absolut keinen Faktor mehr und das erkennt man auch gut, als er ihn von hinten mit einem Energiestrahl angriff und dies absolut keinen Schaden gemacht hat. Anstatt einfach zu Vegeta hinzugehen und ihn danach zu vernichten, lächelt er den Prinzen lediglich an und sagt ihm, dass er nicht so eilig sein soll, denn seine Zeit wird noch kommen. In den nächsten Panels kann man die Hoffnungslosigkeit in Vegeta deutlich erkennen. Der Arme zittert vor Angst und weiß, dass es vorbei ist. Ab hier schaltet Vegeta wirklich den Spectator-Mode an, denn nun macht er absolut gar nichts mehr außer zuschauen. Er weiß mehr als alle anderen hier, wie schlimm Freezer ist und dann erfährt er auch noch, dass Freezer zwei Transformationen mehr im Petto hat. Es war vorbei für den Prinzen. Er wusste, dass er hier niemals lebend rauskommen wird. Doch dann fällt Vegeta eine Idee ein, die ihm vielleicht hier raushelfen könnte. Er verlangt von Krillin, dass er ihn beinahe töten soll, um durch diesen Zenkai-Boost stark genug zu sein, damit er Freezer besiegen kann. Und nach ein paar Komplikationen mit Dende, der ihn anfangs nicht heilen wollte, war es nun soweit. Ich bin das, was du am meisten fürchtest. Ein Super Saiyajin! Wahrlich ein guter Witz, weiter so.
Wirklich gut. Vegeta ist nun ein angeblicher Super Saiyajin. Er steht nun vor der wahren und finalen Form des Monsters, was sein komplettes Volk auf dem Gewissen hat. Nun liegt es jetzt an ihm, jeden Einzelnen zu rächen und an erster Stelle seine Ehre wiederherzustellen. Doch wie wir alle wissen, ist dies nicht das, was passiert. Vegeta hat absolut keine Chance gegen dieses Monstrum namens Freezer. Seine tödliche Geschwindigkeit ist einfach viel zu viel für ihn. Und das Tragische hierbei ist, dass Vegeta bis hierhin nicht mal angegriffen wurde von Freezer. Vegeta schreit verzweifelt rum, dass er ein Super Saiyajin ist, bevor Freezer dann doch angreift und ihn ganz schnell lahmlegt. Sein fester Glaube, der Super Saiyajin zu sein, wurde von dem galaktischen Imperator Freezer komplett zerschlagen. Freezer war wahrhaftig ein Sadist, was dieses Thema anging. Der Moment, als er seine finale Form erreichte, hat er Vegeta nicht mal geschlagen. Er ist einfach nur seinen Angriffen ausgewichen und dies war schon Angriff genug. Vegeta hat angefangen zu weinen. Der stolze Prinz der Saiyajins weint vor dem galaktischen Imperator. Das Wesen, was seine komplette Rasse versklavt hat und schließlich auch zerstört hat. Der Fakt, dass Freezer Vegeta nicht einmal berührt hat und ihn quasi einfach nur mit seinem Machtunterschied bewiesen hat, dass er nicht der Super Saiyajin ist und er niemals auf sein Level kommen wird, war einfach schon Violation genug. Stück für Stück entzog Freezer ihm das letzte bisschen Hoffnung, dass Vegeta dieser prophezeite Krieger ist, über den man damals gesprochen hat. Bis er dann den Mann sah, der es eigentlich sein wird. Und zwar Son Goku. Vegeta muss das machen, was er sonst niemals machen würde. Und das ist seinen Stolz runterschlucken. Es schmerzt ihn zu sagen, dass Son Goku der besagte Krieger sein könnte, jedoch ist er erfreut über den Gedanken, dass es jetzt endlich jemanden geben könnte, der Freezer dafür büßen lässt, was er in der Vergangenheit den Saiyajins angetan hat. Aber selbstverständlich gefällt es ihm gar nicht, dass jemand wie Son Goku diesen Platz bekommen hat. Ein Low-Class Saiyajin ist der legendäre Super Saiyajin. Die Legende, die Freezer gefürchtet hat, kommt in Form eines Low-Class Saiyajins, der ihn damals auf der Erde das Leben zur Hölle gemacht hat. Freezer ist geschockt über seine Macht und Vegeta beschreibt dies damit, dass Goku es erreicht hat, ein Super Saiyajin zu werden, wonach er dann einen Todesschrei abbekommt und er endlich Ruhe gibt. Vegeta steckt alle seine Hoffnungen und Wünsche in Goku, damit dieser es endlich schafft, Freezer zu töten und sein Volk zu rächen. Etwas, was er nicht schaffte, so beschämt es sich auch anhören mag. Du musst unser Volk und unsere Väter rächen, deshalb musst du Freezer vernichten. Mit deinen Saiyajin-Händen. Ich bitte dich, lösch ihn aus. Versprich es mir. Also atmete Vegeta vorerst seinen letzten beschämenden Atemzug, bis er dann später von Porunga zurückgebracht wird. Bevor er jedoch irgendwie auf sein Leben klarkommen kann, wird er durch den Drachen auf die Erde gebracht, während er im Anime nochmal zum Drachen fliegen konnte, um Goku als vollwertigen Super Saiyajin zu sehen. Aus irgendwelchen Gründen wollte er dann auf Freezer angreifen, so als würde er einem Full Power Freezer irgendwie Schaden zufügen können. Ich verstehe das nicht, ich dachte, ich hätte dich erledigt, aber du bist noch am Leben! Überlass das Denken lieber anderen! Im Laufe der gesamten Namek-Saga ist Vegeta besessen mit dem ganzen Super Saiyajin-Thema. Die Fähigkeit, ein Super Saiyajin zu werden, wurde lediglich als Legende abgestempelt, da es in den letzten 1000 Jahren keinen mehr gab. Der Super Saiyajin soll dieser unbesiegbare Krieger sein, den niemand schlagen kann. Und Vegeta war der festen Überzeugung, dass genau er es sein muss. Und natürlich würde dies auch Sinn machen. Immerhin ist Vegeta der letzte Überlebende der königlichen Familie. Es kann doch nicht sein, dass irgendein Low-Class Saiyajin diesen Status haben kann, oder? Jedoch stellte sich am Ende heraus, dass Vegeta absolut nicht die Person war, die Legende erfüllen wird. Zumindest noch nicht. Jetzt kann ich es dir ja wohl sagen. Mein Name ist Trunks und in meinen Adern fließt Saiyajin-Blut. Einer von denen da drüben ist mein Vater. Sein Name ist Vegeta. Trunks ist ein Zeitreisender, der seinen Vater nur durch Geschichten von seiner Mutter kennt. Während Vegeta gerade dabei ist, sich von einem bösen Monster in einen Mann zu verwandeln, der von dem Planeten, auf dem er lebt, beeinflusst wird. Ach Vater, du bist so wie Mutter gesagt hat, stolz und zugleich sehr traurig. Bleib bitte am Leben. Tja, und dir Mutter? Dir kann ich wohl einfach nur Glück wünschen. Passt auf euch auf. Anfangs ist die Beziehung der beiden wirklich eiskalt. Und es wäre eine Untertreibung zu sagen, dass Vegeta ihn eher gemieden hat. Der Mann hat ihn regelrecht verabscheut und dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen ist da der Fakt, dass Trunks ein Super Saiyajin ist. Für Vegeta war die Legende des Super Saiyajins alles und zugleich sein vermeintlicher Schlüssel, um Höhen zu erreichen, die den normalen Saiyajins verwehrt blieben. Und zu sehen, wie ein scheinbar dahergelaufener Bursche, der angeblich aus der Zukunft kommt, diese Form beherrscht, war ein Schlag in Vegetas Gesicht,
Gesicht und kratze gewaltig an seinem Ego. Es war bereits schlimm genug, Goku als Super Saiyajin zu sehen, aber dann auch noch Trunks? Dies war für Vegeta zu viel. Und so wurde er durch das ganze Chaos seiner Emotionen schließlich zu einem Super Saiyajin. Nachdem Vegeta C19 zerstört hatte, erreichte sein Selbstbewusstsein und sein Ego seinen Höhepunkt. Selbstverständlich war er dann auch dumm genug, es gegen C18 zu versuchen, was kein gutes Ende nahm. Vegeta hatte keine Chance gegen das Monstrum C18 und wurde förmlich von der Dame erniedrigt. Man konnte in Vegetas Kampfstil sogar erkennen, wie er von C18s Kraft überwältigt wurde. Doch er lachte es einfach weg und kämpfte weiter. Dieses Selbstbewusstsein verflog jedoch, als C18 seinen Arm gebrochen hatte. Wie Vater und Sohn nun mal sind, stürzte sich Trunks selbst auf C18, nur um ebenfalls schnell ausgeschaltet zu werden. Dieser Mann war nicht annähernd so, wie ihn seine Mutter Bulma beschrieben hatte. Trunks sagte sogar über ihn, dass er reine Bosheit ausstrahlt, ohne einen Funken Gutes in sich zu haben. Als Vegeta dann auch schließlich erfuhr, dass Trunks sein Sohn ist, nahmen die Dinge so langsam ihren Lauf. So etwas war komplett neu für Vegeta und er wusste nicht so recht, wie er auf sowas reagieren sollte. Sein eigentlicher Sohn aus dieser Zeitlinie war ihm zu diesem Zeitpunkt völlig egal. Dies zeigte er, als er seine Frau und sein Kind nicht vor Dr. Geros Angriff beschützt hatte. Für Trunks war dies natürlich ein Schock, da er niemals erwartet hätte, dass Vegeta so weit gehen würde, nur um sein Ziel zu erreichen. Doch als er nun sein eigenes Fleisch und Blut als Super Saiyajin sah, wurde ihm in diesem Moment so einiges klar. Nämlich, dass er dem jungen Burschen ebenfalls keine Aufmerksamkeit und Liebe schenken würde, genauso wenig wie bei seinem Baby. Hör mal, du hättest helfen müssen, das sind immerhin deine Frau und dein Sohn. Ja, na und? Aber sie könnten jetzt tot sein. Mann, lass stecken. Ist mir doch egal und misch dich hier gefälligst nicht ein. Es ist ihm egal. Saiyajins kümmern sich normalerweise nicht um ihre Kinder, das dürfte uns allen klar sein. Doch bei der Elite der Saiyajins ist es ein wenig anders. König Vegeta hat seinen Sohn aufgezogen, aber nicht so, wie es ein normaler Vater mit seinem Sohn tun würde. Stattdessen behandelt er ihn eher wie eine Waffe, da er all das Potenzial aus seinem Sohn herauskitzeln wollte, um ihn als Waffe für seine Zwecke nutzen zu können. Grob gesagt, er versuchte, Vegeta in seinem eigenen Ebenbild zu formen. Trunks und Vegeta trainierten gemeinsam Raum von Geist und Zeit, um sich auf den Kampf gegen Cell vorzubereiten und stießen danach auf ihn, während dieser gerade damit beschäftigt war, C18 aufzusuchen. Cell wundert sich über sein Auftreten und in was für einer schnellen Zeit Vegeta stärker geworden ist. Vegeta sagt, Cell sollte sich mehr Sorgen um sich selbst machen, da es für ihn hoffnungslos aussehen würde und lässt dadurch wieder seine Arroganz hängen. Cell ist in dieser Form deutlich ungeduldiger und weniger logisch denkend als in seiner ersten Form. Sein Erfolg soll so schnell wie möglich kommen und jemand wie Vegeta darf ihn dabei nicht aufhalten. Jedoch sollte sich seine Frustration nochmal um einiges verschlimmern, da Vegeta bereit ist, Cell das Leben zur Hölle zu machen. Er gibt ihm keine Chance zu atmen und verpasst ihm mit gewaltigen Kombos eine ordentliche Abreibung, die ihn klar machen soll, dass er keine Chance hat gegen Super Vegeta, den Prinz aller Saiyajins. Nach dem, was ich bisher von dir gesehen habe, sind deine Kräfte im Vergleich zu Trunks und meinen ziemlich begrenzt. Jetzt lass dir mal was Gescheites einfallen, sonst macht der ganze Kampf ja keinen Spaß. Krillin kann nicht fassen, wie mächtig Vegeta geworden ist und entdeckt dann Trunks, was ihm wohl ein Gefühl der Sicherheit gibt, da Trunks sowas wie die Stimme der Vernunft ist. Wir wissen alle, wie Vegeta ist und eine Stimme der Vernunft wie Trunks sollte Vegeta davon hindern, etwas Dummes zu tun. Und dann passierte es. Krillin bemerkt C16 und C18 und stellt fest, dass es noch nicht zu spät ist. Aktuell liegt das Schicksal der gesamten Menschheit in den Händen von Krillin. Cell klettert währenddessen halb besiegt aus dem Wasser raus und Vegeta beschließt, Cell etwas noch Schockierenderes zu sagen. Und zwar, dass Trunks auf dem gleichen Niveau ist wie er selbst, was nochmal demonstrieren soll, dass Cell absolut keine Chance hat. Cell schaut zu Trunks hinüber und sieht deutlich nervös aus. Seine Hoffnungen auf Perfektion schwinden dahin und das macht das Paneling und seine Gesichtsausdrücke deutlich klar. Er wirkt verwirrt und kann immer noch nicht fassen, was hier gerade passiert. Er hat vorhin gewaltige Schläge vom Vegeta abbekommen und nun muss er erfahren, dass Trunks mit ihm sogar das gleiche anstellen könnte. Dann beginnt Cell zu schreien und seine Fassung komplett zu verlieren, da er weiß, dass das hier eine garantierte Niederlage für ihn ist. Cell beginnt aus purer Verzweiflung zu sich selbst zu reden und sagt, dass er niemals verloren hätte, wenn er nur in seiner perfekten Form wäre. Vegeta fliegt zu Cell hinüber und fragt, ob er wirklich glaubt, dass er gewinnen könnte, wenn er seine perfekte Form erreicht. Cell bejaht diese Frage und sagt sogar, dass dieser keine Chance gegen ihn hätte, was Vegeta natürlich eine sehr dumme Idee gibt. Vegeta sieht interessiert aus und Trunks macht sich sehr Sorgen darüber, was sein Vater gerade denkt. Krillin denkt, dass er diese Fernbedienung benutzen muss, um C18 zu stoppen und sie zu töten, damit Cell sie nicht absorbieren kann. Er erinnert sich, als sie ihn auf die Wange geküsst hat und lässt dann die Fernbedienung fallen, womit er den größten Fehler überhaupt gemacht hat, seine eigenen Interessen über die von anderen stellen.
Cell sagt zu Vegeta, dass er weiß, dass Saiyajins eine Kämpferrasse sind und diese es lieben zu kämpfen. Je stärker also ihr Gegner ist, desto glücklicher macht sie das. Er nimmt an, dass Vegeta gerne in seiner perfekten Form gegen ihn kämpfen würde. Und dies nutzt er für seine eigenen diabolischen Pläne. Du bist doch scharf auf einen guten Kampf, nicht wahr? Wenn ich vollkommen bin, kannst du den haben. Du hast ja offensichtlich die Saiyajin-Psyche sehr gut durchschaut. Klar doch. Von denen stammt ja ein Großteil der Zellen, die zu meiner Erschaffung verwendet wurden. Trunks als die Hoffnung der Menschheit stellt sich Cell im Weg und weigert sich zuzulassen, dass Cell Perfektion erreicht. Wird dann aber von einem sehr ignoranten Vegeta angegriffen, der unbedingt die perfekte Form provozieren will. Ohne eine andere Chance sieht sich Trunks gezwungen, seinen Vater zu bekämpfen, während sich niemand um Cell kümmern kann, der ihn wirklich besiegen könnte. Also stürzt er sich auf C18 nach einer Taioken, um sie zu blenden und beginnt dann sie zu absorbieren, wodurch ein Horror geboren ist, den die Erde noch nie gesehen hatte. Cell hat Perfektion erreicht und Vegeta ist mehr als nur zufrieden, da der ignorante Prinz der Saiyajins nun bekommen hat, was er wollte. Vegeta landet neben Cell und sagt, dass er glücklich aussieht, aber er denkt, dass seine perfekte Form nichts Großartiges sei. Jedoch weiß er nicht, was für ein Schicksal ihm blüht, dadurch, dass er zugelassen hat, dass Cell perfekt wird. Cell wendet sich an Vegeta und fragt, ob er ihm beim Aufwärmen helfen könnte, und Vegeta stimmt ihm zu, meint aber, dass es das Letzte sein wird, was Cell tun wird. Krillin macht sich gewaltige Sorgen um Vegeta und sagt zu Trunks, dass er fest glaubt, dass Vegeta getötet wird. Er ist nicht so groß und stark wie die Saiyajins, aber er kennt Cells Stärke und wilde Natur. Vegeta und Cell beginnen zu kämpfen, während Trunks und Krillin sich den Kampf ansehen und darüber diskutieren, dass Trunks Power in sich hat, die er verstecken würde. Trunks war anfangs natürlich sehr überrascht, dass Krillin sowas gemerkt hat, aber es liegt auf der Hand, warum Trunks diese Power nicht zeigt. Diese Stärke betrifft die seines eigenen Vaters und er als Sohn weiß selbst ganz genau, dass das gewaltig an sein Ego kratzen würde. Die Gap zwischen Trunks und Vegeta damals, wo Vegeta noch kein Super Saiyajin war und zusehen musste, wie einfach Trunks es schafft, machten ihn schon fertig und dann noch zu erfahren, dass Trunks immer noch mächtiger ist als er, würde ihn wahrscheinlich brechen. Vegeta wird plötzlich sehr sauer, da er bemerkt, dass Cell sich zurückhält. Dieser antwortet so smooth, wie er ist, dass es daran liegen würde, dass er sich gerade wirklich nur aufwärmen würde. Vegeta wird nun wirklich wütend und brüllt Cell an, dass er gefälligst alles geben soll. Cell geht Vegetas Bitte nach und schockt diesen erstmal mit seiner Geschwindigkeit, um ihn immer mehr aus der Fassung zu bringen. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit sind das die Freezer-Zellen, die sich hier sehr stark zeigen. Freezer ist generell auch dafür bekannt, mit seinem Essen zu spielen und aus irgendwelchen Gründen ist bei so welchen Aktivitäten immer Vegeta das Opfer. Vegeta hat einen geschockten Ausdruck auf sein Gesicht und Cell sagt ihm, er soll doch etwas mehr lächeln. Immerhin ist es das, was der Prinz der Saiyajins wollte. Dann fliegt Cell zu Vegeta hinüber und tretet ihn durch einen Berg, als wäre es das leichteste auf der Welt. Cell selbst sagt, dass der Unterschied zwischen den beiden so gigantisch ist, dass der Kampf schon wieder langweilig für ihn wird. Vegeta ist völlig fertig und streckt seine Arme dennoch aus und beginnt sich aufzuladen. Er hat nun endgültig genug von Cell und will ihn für seine Bemerkungen ein für alle Mal wegpusten. Cell grinst einfach, während Vegeta sich vorbereitet, seinen verheerendsten Angriff auf Cell abzufeuern, den Final Flash. Cell bewegt sich nicht mal vom Fleck, da er den Angriff komplett tanken will, was er auch tut. Dann wollen wir doch mal sehen, was du drauf hast. Stell deine Vollkommenheit dieser Mega-Attacke. Hör bitte auf damit, Vater. Lass es sein, es ist sinnlos. Mach dich bereit, Final Flash. Oh shit. Der Final Flash schafft es sogar, seinen Arm abzuschießen, was für Vegeta ein gewaltiger Grund zum Lachen ist. Cell zeigt sich erstmal geschockt, bis er danach den ganzen Schaden regeneriert, den Vegeta angestellt hatte und ihn dadurch gebrochen zurücklässt. Er macht ihn nochmal physisch fertig, indem er ihn verheerende Schläge verpasst, die ihm K.O. schlagen. Es ging sogar so weit, dass Trunks von Cells Todesstrahl getötet wurde, was immer noch ein sehr surrealer Moment ist. Cell tötete mit seinem Todesstrahl die Hoffnung der Zukunft in seiner neuen superperfekten Form und verbreitete Hoffnungslosigkeit in der gesamten Gruppe. Außer bei einem. In Vegeta bildete sich bei dem Anblick seines toten Sohnes keine Hoffnungslosigkeit, sondern purer Zorn. Vegeta stürmte, wenn auch idiotisch, auf Cell zu und wollte ihn dafür büßen lassen, was er seinem Sohn angetan hatte. Das erste Mal in seinem Leben verspürte er ein Gefühl von Besorgnis für eine andere Person. Ein Gefühl, das ein Charakter wie dem Prinzen aller Saiyajins nicht fremder sein könnte. Doch hier ist er nun, komplett schockiert über die Greueltat des Bio-Androiden. Ab diesem Zeitpunkt ist ihm sein Sohn ans Herz gewachsen, ob er es nun zugeben möchte oder nicht. C.
Cell ist besiegt. Die wohl allergrößte Bedrohung, die die Erde jemals bekämpfen musste, wurde von dem Sohn des legendären Son Gokus mit einem letzten Ass im Ärmel besiegt. Der Frieden kehrte ein und Son Goku, der wohl mächtigste und gutherzigste aller Saiyajins, ist nach dieser Schlacht von uns gegangen. Trauer machte sich breit bei unseren Helden, insbesondere Gohan, der mitschuld daran ist, dass sein Vater von uns gegangen ist. Jedoch hat das eine Person anders getroffen als alle anderen, und das ist Vegeta. Der Prinz der Saiyajins war am Boden zerstört, über das Dahinscheiden von seinem Erzrivalen. Nicht wegen Trauer oder sonst etwas in dieser Richtung, sondern weil sein komplettes Dasein als Krieger in Scherben vor ihm lag. Seine ganze Zeit auf der Erde über war Vegeta besessen mit der Idee, seinen Rivalen Goku zu übertreffen. Und nun, da er fort ist, bleibt Vegeta nichts anderes mehr übrig in seinem Leben. Alles, wofür er lebte, war der Kampf. Und da nun sein Grund zum Kämpfen fort ist, beschloss er, das Unfassbare zu tun. Etwas, was für einen Saiyajin eigentlich gar nicht möglich wäre. Er beschloss, mit den Kämpfen endgültig aufzuhören und nahm sich selbst den Titel Krieger weg. Ach verdammt, wie die mich lächerlich gemacht haben. Kakarot, wieso bist du gestorben? Wie konntest du nur, oh Mann, wie ich das alles hasse. Ich werde nie mehr kämpfen. Sieben Jahre nach den Cell Games setzt Vegeta sein energisches Training in Bulmas Einrichtungen fort, obwohl er keinen würdigen Gegner mehr hat und seine Rolle als Kämpfer aufgegeben hat. Jetzt, wo Goku weg ist, ist es nicht mehr Vegetas Ziel, der Stärkste zu werden, sondern Trunks stärker zu machen als sowohl Gohan als auch Gokus zweitgeborenen Sohn Goten, da er fest davon überzeugt ist, dass Gohan Super Saiyan 2 Gokus Werk war. Für Vegeta war seine Geschichte bis hierhin beendet. Ohne Goku findet er keinen wirklichen Grund, bis an seine Limit zu gehen, da es für ihn keinen den Gegner mehr gibt. Alles, was ihm übrig blieb, ist seine Familie, die aus seinem Sohn Trunks und seiner Frau Bulma besteht. Man kann auch sagen, dass sich Vegeta als Charakter auch deutlich verändert hat. Und dies ist auch ein Fakt. Vegeta verwandelte sich nach dem Ende der Cell-Saga in einen Familienvater, der sein Bestes gibt, sich mit der Kultur der Erde anzufreunden. Vor allem ist es für ihn auch ein komplett neues Konzept, eine gesunde Familie zu führen, da sowas bei den Saiyajins generell fremd ist. Ohne Goku bleibt Vegeta nichts anderes übrig, als die neue Generation zu fördern und seinen Wunsch, Goku zu übertreffen, aufzugeben. Dies denkt Vegeta, bis Goku selbst angekündigt hat, dass dieser ein kurzfristiges Comeback für einen Tag machen will, was den Kriegergeist von Vegeta nochmal deutlich gestärkt hat. Endlich kann er das Rematch bekommen, was er die ganze Zeit wollte. Doch bei dem Kampf gegen Babidi und seinen Lakaien macht Vegeta eine schlimme Entdeckung. An diesem Punkt erkennt Vegeta nämlich, dass obwohl er 7 Jahre lang so hart wie möglich trainiert hat, immer noch eine gewaltige Gap zwischen Gokus Macht und seiner herrscht. Dann beginnt Gohan gegen Dabura zu kämpfen, und während des Kampfes geraten Goku und Vegeta in einen Streit über, wie sie am besten mit dem Babidi Majin Buu Problem klarkommen. Alles deine Schuld. Er war dir bereits ausgeliefert, aber du lässt ihn einfach wieder entkommen. Wenn du mein Sohn wärst, würde ich dir einen Satz warme Ohren verpassen. Dein Verhalten ist wirklich mehr als peinlich. Du bist wahrlich nicht würdig, ein Saiyajin zu sein. Plötzlich beginnt Vegeta sich seltsam zu verhalten und schreit, dass ihn anscheinend etwas Unsichtbares angreift. Der Kaioshin informiert die anderen, dass Babidi versucht, Vegetas Verstand zu übernehmen, aber es ist zu spät. Vegeta wird von Babidi überwältigt und verwandelt sich in ein wahres Monstrum. Majin Vegeta. Majin Vegeta ist einer der wohl interessantesten Formen, die Vegeta durchmachte. Es ist so, als würde durch die Majin-Form seine wahre kalte Saiyajin-Natur zum Vorschein kommen. Babidi befiehlt seinem neuen Diener Majin Vegeta, Goku und die anderen zu töten, aber er weigert sich und sagt, dass er nur gegen Goku kämpfen will. Babidi ist erstaunt darüber, wie stark er gegen seinen Mind-Control angehen kann und immer noch seinen eigenen Willen besitzt. Man kann den Prinzen der Saiyajins nicht mit solchen Tricks überlisten. Dafür ist sein Geist viel zu diszipliniert, als dass sowas jemals auf ihn klappen würde. Babidi teleportiert alle sogar zum World Tournament, weil sich Vegeta dies gewünscht hatte. Majin Vegeta, der wie besessen davon ist, gegen seinen Erzrivalen Goku anzutreten, sprengt einen Teil der Zuschauertribüne und tötet dabei Dutzende unschuldige Menschen und beinahe sogar seine eigene Frau, nur um Goku zu zeigen, wie ernst er es meint. Was? Los, sag die Wahrheit. Hast du dich vielleicht freiwillig in Babidis Hände begeben? Ha 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 ha.
Das ist nicht einfach ein spaßiger Kampf für ihn, so wie es für Goku meistens der Fall ist. Für Vegeta ist es was viel Besondereres. Jedes Mal zu sehen, wie die Gap im Power zwischen den beiden nicht ansatzweise kleiner wird, löst in Vegeta eine so starke Frustration aus, die er nicht kontrollieren kann. Nachdem er Goku eine Weile noch verspottet hat, auf gute alter Vegeta-Manier, stimmt Goku schließlich zu. Goku und Majin Vegeta werden dann in ein abgelegenes Berggebiet teleportiert, wo sie anfangen zu kämpfen. Majin Vegeta enthüllt Goku, dass er sich absichtlich von Babidi kontrollieren ließ, damit seine Bosartigkeit wieder auftauchen konnte, was es Vegeta ermöglichen würde, Goku so zu bekämpfen, wie er es einst schon mal tat. Vegeta spielt hier eindeutig auf den Kampf in der Saiyajin-Saga an, der letzte große Kampf, den sie gegeneinander hatten. Die Niederlage gegen Goku hat ihn bis zu diesem Tag gebrandmarkt. Und seitdem hat der Prinz der Saiyajins eine neue Mission im Kopf, mächtiger als Goku zu werden, unter allen Umständen. Er macht weiter und sagt, dass ihm klar wurde, dass er ein normaler Mensch geworden war und sich viel zu stark an die Erdlinge angepasst hat. Er hat eine Frau und einen Sohn, die er beide liebt und hat begonnen, das Leben auf der Erde zu mögen. Jedoch schämt er sich für die Veränderung in ihm und glaubt, dass seine Bindung zu seiner Familie und dem Planeten ihn schwach gemacht haben. Na gut, ich hab mich vertan. Es wird doch etwas länger dauern, wie ich sehe. Ich bring dich um! Ich reiß dich in Stücke! Komm, fangen wir an! Ja! Vegeta war sogar in der Lage, ausgeglichen mit Goku zu kämpfen, ohne zu wissen, dass Goku den Super Saiyan 3 vor ihm versteckt. Während des Kampfes informiert Vegeta Goku darüber, wie er anfing, ein angenehmes Familienleben mit Bulma und Trunks zu genießen. Aber seine Saiyajin-Natur begann, mit diesem neuen, gemütlichen, gewaltfreien Lebensstil nicht einverstanden zu sein, wodurch Vegeta sich schwach und nutzlos fühlte. Vegeta sah hierfür nur einen Weg raus aus dieser persönlichen Hölle. Und das ist wieder das zu werden, was er damals war. Kalt und rücksichtslos. Goku versucht Vegeta davon zu überzeugen, dass sich sein Leben geändert hat und er es immer noch schaffen kann, ein wettbewerbsfähiger Kämpfer mit einer liebevollen Familie zu sein. Aber Vegeta weigert sich dem zuzuhören und ist der festen Überzeugung, dass beides nicht koexistieren kann. Er müsste sich innerlich entscheiden, ob er den Weg des Kriegers gehen will oder dem eines Familienvaters. Schließlich beendet Goku frühzeitig den Kampf, weil er die gewaltige Macht von Majin Buu spürt. Jedoch weigert sich Majin Vegeta das gleiche zu tun, auch wenn er ihm sagt, dass Majin Buu seine Familie töten wird. Vegetas Besessenheit, Goku zu übertreffen, hat in diesem Moment seinen Höhepunkt erreicht. Er hat alles quasi beiseite geschoben. Sein Leben mit seiner Familie und sein Leben als Erdling. Nur damit er erneut gegen Goku antreten kann. Und dann soll der Kampf ohne Gewinner enden, weil Majin Buu erwacht ist? Das sieht Vegeta nicht ein und rebelliert gegen Gokus Entscheidung, den Kampf frühzeitig zu beenden. Majin Vegeta willigt jedoch nach einem langen Hin und Her ein, den Kampf zu verschieben, sehr zu der Erleichterung von Goku. Als Goku sich umdreht, um die letzte Senzo-Bohne herauszuholen und sie zwischen ihn und Majin Vegeta aufzuteilen, schlägt Majin Vegeta ihn plötzlich nieder. Majin Vegeta nimmt die letzte Senzo-Bohne und geht, damit er alleine gegen Majin Buu kämpfen kann. Er hatte das Gefühl, dass er dies Goku schulden würde, nach der ganzen Zerstörung und dem Ärger, den er angerichtet hatte. Die Bühne war also bereit für Vegeta, seinen finalen Redemption-Arc auszuleben und schließlich nochmal der Held zu sein, für den ihn sein Sohn sieht. Er will für seine Sünden büßen, indem er gegen Majin Buu bis zum Tod kämpft und die Erde rettet. Vegeta findet Buu und es wird ganz schnell klar, dass Buu in einer ganz anderen Liga spielt als der Prinz der Saiyajins. Keiner seiner Angriffe zeigt irgendwelche Wirkung, er fügt Majin Buu viele Schläge zu, aber das rosa Monster scheint unbesiegbar. Nachdem Trunks Vegeta vor einem Angriff von Buu retten konnte, entscheidet Vegeta, dass der einzige Weg, Buu zu zerstören, darin besteht, sich selbst in einer gewaltigen Explosion zu opfern. Zum ersten Mal, seit Trunks ein Baby war, hält Vegeta seinen Sohn fest und sagt ihm, wie stolz er auf ihn ist, bevor er ihn und Goten bewusstlos schlägt. Leb wohl, Trunks. Verzeih mir. Wie? Vegeta ist und war nie seit der Majin Buu-Saga böse. Und hier wird nochmal deutlich, wieso das der Fall ist. Durch Trunks und Bulma erlangte Vegeta etwas, was er noch nie in seinem Leben hatte. Und das ist das Gefühl von Liebe und Geborgenheit. Der Prinz der Saiyajins war immer ein Charakter, der in dieser kalten Welt auf sich selbst gestellt war. Nie erlebte er Liebe und Zuneigung von irgendwem, bis Bulma und Trunks in sein Leben kamen. Sie gaben ihm einen neuen Sinn zu leben und zeigten ihm, dass es viel mehr im Leben gibt, als nur Son Goku hinterherzulaufen. Und ich denke, Vegeta hat es in diesem Moment nochmal deutlich verstanden. Seine Kämpfe gegen Goku erfüllen ihn mit Glück und dem Adrenalinrausch des Kampfes. Aber davon abgesehen füttert ihm diese Besessenheit mit Hass und Wahnsinn und lässt ihn einfach verbittert zurück. Beantworte mir noch eine Frage. Wenn ich tot bin, werde ich dann Kakarot im Jenseits wiedersehen? Das ist unmöglich. Dazu hast du zu viele unschuldige Menschen getötet. So ist das. Wirklich schade.
Mit Trunks und Bulma an seiner Seite hat Vegeta nun zwei Personen, die er wirklich liebt und für die er wirklich alles tun würde. Er lässt die beiden Jungs in Piccolos Obhut und verwendet dann seine Final Explosion, um Majin Buu in einer kugelförmigen Explosion zu töten. Vegeta verabschiedet sich davor von Bulma, Trunks und natürlich von seinem Erzrivalen Goku, dem er mehr oder weniger dieses Erdling-Leben zu verdanken hat. Am Ende ist alles, was von Vegeta übrig geblieben ist, sein Körper, der sich in Stein verwandelt hat und dann zu Boden fällt. Wobei ein paar zerbrochene Teile zurückbleiben, die schnell zerstreut werden. Diese Technik tötet Majin Buu leider nicht, da sich Buu aus den übrig gebliebenen Teilen von ihm regeneriert. Lebt wohl, Bulma und Trunks. Lebt wohl, Kakarot. Ja! Vegeta würde im Laufe des Majin Buu-Arcs aber immer noch nicht am Ende sein, was seine Charakterentwicklung angeht und wird selbstverständlich zurückgebracht. Ich persönlich sehe die Final Explosion von Vegeta nicht als sein Tod an, sondern als den Tod von den Saiyajin bis zur Cell-Saga Vegeta, der nur Macht will und sonst nix. Es ist fast schon ein poetisches Ende von einem stolzen Krieger, der nun den Weg eines liebenden Familienvaters geht. Bei seinen restlichen Auftritten in der Majin Buu-Saga zeigt sich Vegeta von einer ganz neuen Seite. Er behält selbstverständlich seine mürrische und kalte Art, jedoch merkt man ganz schnell, dass er anders ist. Zum Beispiel war er einverstanden damit, sich mit Goku zu fusionieren, obwohl Goku sein absoluter Feind ist. Natürlich hat er dies erst nach sehr viel Überzeugungsarbeit von Gokus Seite gemacht, aber der Fakt steht, dass er es getan hat, um beide zu Vegito werden. Die Kirsche auf der Torte jedoch würde aber im Kid Buu-Arc passieren. Und das wäre gegen Ende, wo Vegeta sich wirklich von seiner allerbesten Seite zeigte. Als Vegeta zuschaute, wie Goku in seiner Super Saiyan 3 Form gegen Kid Buu kämpfte, begann er eine Realisation zu machen. Und zwar, dass Goku besser ist als er selbst. So was zuzugeben ist für jede Person schwer, aber für Vegeta eigentlich eine Sache der Unmöglichkeit, die aber am Ende der Buu-Saga wirklich geschehen ist. Vegeta redet darüber, wie er nur gekämpft hat durch seine Saiyajin-Triebe und aktiv töten wollte, während Goku komplett anders ist. Dieser kämpft nicht um zu töten und tötet auch wirklich nur, wenn es zwingend notwendig ist. Goku hat eine Gabe und das ist sein Umfeld besser zu machen. Und Vegeta ist einer von diesen Charakteren, die durch Gokus Anwesenheit und Art zu besseren Leuten wurden. Goku ist wirklich einzigartig und während es viele wie Vegeta geben wird, so wird es niemals irgendjemanden geben, der exakt so wie Goku sein wird. Eine harte Realisation, die Vegeta machen muss, aber wie der Mann, der er ist, es einfach akzeptiert. Dieser blöde Arsch lässt mir einfach keine Atempause. Ich müsste mich aber für eine Minute sammeln. Ach ja, eine Minute? Das ist der Moment, in dem Vegeta ins Spiel kommt. Als kleine Erinnerung, Vegeta ist zu diesem Zeitpunkt tot. Und wenn er erneut sterben sollte, wird er für immer verschwinden. Wir haben in vielen Werken solche Last Stand Momente gesehen, aber keiner präsentiert das so eindringlich wie Vegeta in diesem Augenblick. Er muss Buu lediglich für eine Minute beschäftigen und das sollte ausreichen, damit sich Goku sammeln kann. Eine Minute gegen dieses Monster fühlt sich an wie eine Ewigkeit, weshalb Vegeta anfangs Bedenken hat, es aber dennoch durchzieht. Es ist ironisch, dass Vegeta seine gesamte Existenz für das Wohl anderer riskiert. Er ist sich komplett bewusst, dass sein Tod in diesem Moment das Ende für ihn bedeuten würde. Das "Stirb nicht Vegeta" von Goku trifft ebenfalls sehr tief. Während der Kampf zwischen Vegeta und Buu im Manga recht zügig verlief, dehnte sich dieser im Anime erheblich aus. Tatsächlich bevorzuge ich die Anime-Version, da die Intensität des Kampfes nochmal deutlich spürbarer gemacht wurde. Es ist vorstellbar, dass der Kampf so verlaufen würde, wenn Vegeta zuerst gegen Kid Buu angetreten wäre. Und das wusste Goku, weshalb er es zunächst nicht erlauben wollte. Obwohl Vegeta Kid Buu deutlich unterlegen ist, sind seine Sturheit und sein Saiyajin-Stolz seine größten Waffen gegen den Dämon. Tatsächlich bekommt Buu sogar etwas Angst vor dem Prinzen und seiner unbeugsamen Willenskraft. Ich gehöre längst nicht mehr zur Welt der Sterblichen. Ich fürchte hier nichts und niemanden. Ich bin Vegeta! Vegetas Kampfgeist und Competitive Mindset würden niemals loslassen von dem Gedanken, eines Tages endlich Son Goku zu übertreffen, weswegen ihre Rivalität in Super weitergeht. Wie man aber glasklar feststellen kann, ist dies nun nicht mehr Vegetas hauptsächlicher Charaktertrait. In dem Moro-Arc zum Beispiel zögert er keine Sekunde, ein amerikanisches Kind von den Händen von Moro zu retten und sagt ihm auch noch, dass er nicht zulassen würde, dass irgendjemand diesem Planeten oder ihre Bewohner schadet. Ein Satz, der von Vegeta hätte nicht unpassender sein können. Jedoch macht dieser Manga aktuell eine Charakterentwicklung durch,
dadurch, überdies wert es, gesprochen zu werden. Vegeta beginnt nämlich sein Ego steuern zu können und es im Griff zu bekommen. Sein Ego steht nicht mehr im Weg, seine Familie zu beschützen, und seine Prioritäten sind höher gesetzt, als einfach nur seinen Feind zu besiegen. Vegeta ist ein veränderter und reiferer Charakter geworden. Jedoch beginnt dieser Gedankengang und dieser neue Vegeta in dem Ganone-Arc langsam zu bröckeln. Wir wissen ja, dass Ultra Instinct die zu diesem Zeitpunkt mächtigste Transformation für Sterbliche überhaupt war, da man schwer gegen jemanden bestehen kann, der alle deine Angriffe ausweicht und dann noch die Power eines Engels besitzt. Dies störte Vegeta offensichtlich, da er innerlich die Gap fürchtet, die sich zwischen ihm und Goku immer wieder aufbaut. Es könnte ihn nicht wahnsinniger machen, noch weiter hinter Goku zu sein, als er ohnehin schon ist, also musste was Neues her. Wenn Whis ihm nicht geben kann, was er will, dann muss es ein anderes gottgleiches Wesen tun. Und das ist Beerus, der Gott der Zerstörung. Vegeta und Beerus sind sich in der Essenz sehr, sehr ähnlich. Und es ist auch leicht zu erkennen, wie. Beide sind absolute Zerstörer und halten nichts von Ruhe und Gelassenheit. Vegetas Kampfstil war schon immer laut und physikalisch. Vegeta kämpft stolz und laut zugleich und hält nichts vom Ruhigbleiben der Ultra-Instinkt-Technik. Er beginnt sich Mühe zu geben, die Zerstörerkräfte von Beerus zu erlernen und sieht dies als seine Chance, den nervigen Ultra-Instinkt einzuholen. Was ihm Beerus auch beibrachte, ist, dass ein Kampf nicht nur körperlich stattfindet, sondern auch geistlich. Dies stellt er ihm so zur Schau, als er zugibt, dass er Freezer sagte, dass der Planet Vegeta zerstören soll, wodurch Vegeta in blinder Wut Beerus angriff, wodurch er geistig durch Wut nicht mehr präsent war. Seinen Gegner aus der Fassung zu bringen, ist eine Fertigkeit, die Vegeta noch nutzen sollte gegen die Person, die als Main-Person dieser Saga fungiert, nämlich Ganola. Bei dem Solo-Kampf gegen Ganola verwandelte sich Vegeta schließlich in eine Form, die sogar seinen ewigen Rivalen Son Goku übertreffen sollte, Ultra Ego. Ultra Ego ist eine Form, die er durch sein Training mit Beerus erreichte. Und nicht nur seine Kräfte sind in dieser Form gewaltig, sondern auch, wie der Name schon sagt, sein Ego. Vegeta hat in dieser Form absolut kein Chill und scheut sich nicht, Dinge zu sagen, die seinen Gegner zur Weißglut bringen, so wie er es mit Ganola macht. An einer Stelle sagt er ihm sogar, dass nicht die Saiyajins an diesem Tag sein Ende finden werden, sondern die Ceruleans mit Ganolas Tod, was eine wilde Aussage ist. Vegeta würde weiter mit den Gedanken von Ganola spielen und drohte ihm sogar, die Leute auf diesem Planeten zu töten. So diabolisch ist Vegeta in dieser Form. Da dies das Debüt von Vegetas epischer Ultra-Ego-Form ist, wissen wir leider nicht so viel darüber. Aber eines wissen wir auf jeden Fall ganz klar. Dieses Mal übertraf Vegeta seinen Erzfeind Goku in Sachen Stärke. Und das Momentum wird er nun auf keinen Fall hergeben wollen. Aber du willst doch auch immer zu stärker werden, Vegeta. Darf ich fragen, was deine Motivation ist? Freezer natürlich! Du hast Freezer doch gesehen, als er das letzte Mal auf die Erde kam. Und wie viel stärker er in der kurzen Zeit geworden ist. Aktuell trainieren die beiden, um bereit zu sein für Freezer, der die beiden mühelos in seiner Black Freezer Form one-shottete, was ein gewaltiger Schock für die beiden sein müsste. Dies könnte jedoch der absolute Turning Point für Vegeta sein, denn wie wir im Chapter des aktuellen Arcs gesehen haben, schaut Vegeta in den Himmel, um dort Freezer zu sehen. Dies könnte ein Indiz dafür sein, dass Vegeta nun endlich seinen Moment gegen Freezer bekommt. In Resurrection F wurde sein Moment einmal von Goku selbst geklaut und einmal, weil Freezer den Planeten einfach in die Luft sprengte. Beide Male wurde ihm seine Rache verweigert. Doch nun sehen die Dinge erheblich anders aus als sonst. Vegeta besitzt nun gewaltige Kräfte, die der Prinz der Saiyajins noch erforschen muss. Toyotaro hat mit Ultra Ego die Chance, eine Transformation zu schreiben, die Vegetas Charakter noch makelloser machen könnte, als er ohnehin schon ist. Vegeta braucht einen Sieg gegen einen Main Villain und dies ist ihm schon seit einer Ewigkeit verwehrt geblieben. Doch nun könnte es anders sein. Mit dem Tease von Vegeta gegen Black Freezer könnte es nun endlich an der Zeit sein, für den Prinzen der Saiyajins sein Volk zu rächen. Und welcher Main Villain den Vegeta besiegen könnte, würde da besser in Frage kommen als Freezer selbst. All diese Demütigung, die Vegeta durchmachen musste, all diese Momente in der Namek-Saga, in der Vegeta durch Freezer gehumbelt wurde, bis zum geht nicht mehr, diese Momente können nun gerecht werden. Und Ultra Ego ist dafür die passende Transformation.